Hallo, ich bin Beatrix Jensen. Wir hatten ja vor einigen Wochen den vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Tobias Brinkmann von der Kanzlei Brinkmann und Partner aus Hamburg mit verschiedenen Schreiben angeschrieben, haben um Stellungnahme gebeten und diese Schreiben werden wir jetzt hier veröffentlichen mit der dazugehörigen Antwort des vorläufigen Insolvenzverwalters. Das erste Schreiben ist vom 24. Juli 2020 und es geht darum, um falsche Angaben der Rechtspflegerin im Versteigerungstermin vom 30.05.2018. Sehr geehrter Herr Dr. Tobias Brinkmann, in der Anlage übersende ich Ihnen den Beschluss des Landgerichts vom 17.10.2019, welcher Ihnen vorliegen müsste. Danach wurde durch die Rechtspflegerin im Termin am 30.05.2018 angegeben, dass bezüglich der Photovoltaikanlagen Nutzungsverträge, die den Charakter von Pachtverträgen hätten, bestünden. Diese Aussage ist belegbar falsch. Die PV-Anlagen standen in unserem Eigentum. Dies muss zur Folge haben, dass die Zwangsversteigerung und der damit verbundene Zuschlag aufgehoben werden muss. In der Annahme, dass die Rechtspflegerin die Aussage im Versteigerungstermin nach Informationen durch den Vorstand der VR Bank Nord getätigt wurden, besteht gegen den Vorstand der VR Bank Nord EG der begründete Verdacht einer Straftat nach § 263 und 266 StGB. Da Sie bereits am 11.09.2019 durch die Richterin Ludwig als starker vorläufiger Verwalter eingesetzt wurden, hätte Ihnen dieser schwerwiegende und nicht heilbare Fehler auffallen müssen. Ich fordere Sie hiermit auf, die Zwangsversteigerung sowie den erteilten Zuschlag an die Landgesellschaft Schleswig-Holstein mit sofortiger Wirkung anzufechten. Bei Nichtbeachtung Ihrerseits behalte ich mir rechtliche Schritte gegen Sie vor. Ich erwarte eine sofortige Stellungnahme spätestens bis 27.07.2020, 10 Uhr, aufgrund der Dringlichkeit wegen Räumung am 31.07.2020. Mit freundlichen Grüßen, Jens Thomas Jensen. Die Antwort von Dr. Tobias Brinkmann auf dieses erste Schreiben war tatsächlich gar keine Antwort. Es wurde überhaupt nicht reagiert. Es wird komplett ignoriert. Das Einzige, was er uns erklärt hat, ist, dass er sich nicht als starker vorläufiger Insolvenzverwalter fühlt, sondern dass er lediglich ein schwacher Insolvenzverwalter ist oder vorläufiger Insolvenzverwalter, was auch wiederum nicht den Tatsachen entspricht. Es ist richtig, dass die Verfügungsbefugnis nicht bei ihm liegt. Sie liegt aber auch nicht bei uns. Alles, was wir einrichten möchten, müssen wir erst durch Herrn Dr. Tobias Brinkmann prüfen lassen, ihm vorlegen lassen. Und nur wenn er die Zustimmung gibt, werden die Sachen erst wirksam. Das heißt, er ist kein starker Insolvenzverwalter, richtig. Er ist aber auch kein schwacher Insolvenzverwalter, sondern er ist ein halbstarker Insolvenzverwalter. Und tatsächlich bin ich der Meinung, als Fachanwalt für Insolvenzrecht sollte man diese kleinen, feinen Unterschiede schon wissen und verstehen. Deswegen finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass er sich lediglich als schwacher Insolvenzverwalter sieht.